Sparta 144. deutsches Derby an der Prüfung der Europagruppe 1 dotiert mit 500.000 Euro zuzüglich Prämien. Die Parade wieder in zwei Teilabschnitten. Die Programmnummer 11 eröffnet die Parade. Die trägt der Ammerländer Bermuda Reef. Seine Mutter Borgia gewann das Derby 1997. Trainer ist Peter Schirgen und Reiter der dreimalige englische Champion und Derby-Siegreiter 1991 mit Temporal Frankie De Torri. Bermuda Reef war Dritter im Bavarian Classic, ist als einziges Pferd im Feld aber noch sieglos. Dahinter folgt dann der letztjährige Winterfavorit, Programm Nummer 12, Marlene Hallas Limario aus dem Championstall von Roland Schubasch. Im Sattel sitzt der Engländer Harry Bentley, der Limario auch zuletzt in einem Bremer Derby Trial geritten hat und auf Platz 2 mit ihm einkam. Dahinter sehen wir dann der Derby-Siegtrainer von Adlerflug und Wiener Walzer Jens Hirschberger, der sattelt die 13, Kingsheam Monarch. Besitzer ist John Michael Brian O'Connor aus den USA, wo auch seine Rennkarriere begann. Seine Referenz ist ein 5. Platz in der Kölner Union. Sein Reiter agiert in Hamburg in großer Form, Mirko De Muro. Dann folgt ein weiterer Vertreter aus dem Stall von Mario Hofer, Saratino, die Programmnummer 14. Besitzer ist der Stall Helena, im Sattel sitzt der in England erfolgreiche Frederik Tylitzki. Saratinos beste Leistung war ein 2. Platz im Hoppegartener Auktionsrennen. Zwei gute Frankreich-Formen stehen bei der Programmnummer 15 Samos zu Buche, der im Bavarian Classic in München dann aber enttäuschte. Er zählt zu den chancenreichen Außenseitern. Besitzer ist das Gestüt Hof Festerberg, Trainer ist Waldemar Hixt in Köln und Steuermann ist Alexander Pietsch. Das Gestüt Hof Festerberg gewann das Derby 1998 mit Robertico. Der Ritt des Godolphin-Jockeys Michael Barcelona ist die Programmnummer 16, See the Rock, im Besitz des Stalles Leon. Sein Trainer Andreas Wöhler konnte sich mit Pikkönig, Belenus und Waldpark schon dreimal in die Siegerliste des Derbys eintragen. See the Rock war unter anderem Dritter im Bremer Derby Trial. Aus dem Stall des noch amtierenden Derby-Siegtrainers Mario Hofer kommt Nobel Galileo in den Farben des Kölner Rennvereins Präsidenten Eckhard Sauren. Er zeigte seine beste Leistung in den Derby-Vorprüfungen von Frankfurt und Hannover, in denen er jeweils Dritter wurde. Es ist der erste Derby-Ritt für seinen Reiter Frederik Spanou. Dann mit der 18 Erlkönig, ein Sternkönigssohn aus dem Gestüt Röttgen. Markus Klug ist der Trainer während dieser Derbywoche und Daniele Porcu sitzt im Sattel. Erlkönig geht als Spezialist für guten Boden. Seine letzte Empfehlung war der 4. Platz im Bremer Derby Trial. Und ein Nordvulkan, ein Callisto-Sohn aus dem Stall des amtierenden Champions Roland Schubasch. Stall Alamagna ist der Besitzer, sein Reiter ist Josef Boyko, der gewann das Derby 2011 mit Waldpark. Nordvulkan war in zwei kleineren Prüfungen erfolgreich. Dann die zweite Gruppe, ja, mit dem logischen Favoriten des Sparda 144. deutschen Derbys, Ivanhoe, die Programm Nummer 1. Er gewann die Kölner Union. Er kommt aus dem Gestüt Schlenderhahn, das sich bereits 18 Mal in die Siegerliste des Derbys eintragen konnte. Trainer ist Wilhelm Giet, der sattelt seinen ersten Derby-Start und im Sattel sitzt Christian De Muro, der den verletzten Adri de Vries vertritt. Der zweite aus dem Dr. Busch Memorial und dem Milbühlensrennen folgt dann die Programmnummer 2 Global Bang aus dem Gestüt Auenquelle. Trainer des Mandure-Sohnes ist Mario Hofer, Unterreiter Andrea Azzini. Die Programmnummer 3 trägt Nicolo Sio und damit der überlegene Sieger im Derby-Trial von Hannover. Für Trainer Waldemar Hixt ist es der 7. Versuch, das Derby zu gewinnen. Und im Sattel sitzt William Buick, der seine Kindheit in Iffezheim verbracht hat und mittlerweile erster Mann am mächtigen Quartier von John Gosten in Newmarket ist. Stall Nizza gewann das Derby 2005 mit Nicaron. Dann die 4, Vif Monsieur, der Sieger im Frühjahrspreis des Bankhauses Metzler in Frankfurt, der sich in den Farben von Frank van Gorp präsentiert. Jens Hirschberger ist der Coach und Kohn Kleimanns der Reiter. Der amtierende Champion-Jockey und fünfmalige Derby-Siegreiter Andras Starke hat sich für den Ritt auf Lucky Speed, der Programmnummer 5, entschieden. Trainer ist Peter Schirgen in Köln und Besitzer der Stall Horn-Oldendorf. Lucky Speed trumpfte im Bavarian Classic in München ganz groß auf.
Dann haben wir mit der Programmnummer 6 Empoli, der zweite aus der Kölner Union, aus dem Geschüt Ebbesloh. Trainer ist ebenfalls Peter Schirgen, der das Derby schon dreimal gewinnen konnte. Und im Sattel sitzt der viermalige deutsche Champion Eddie Petrosa. Der Gast aus Frankreich heißt Tres Blue, die Programmnummer 7, und kommt aus dem Quartier von Henri-Alex-Pantal aus der französischen Provinz Beaupro. Reiter ist Fabrice Véron, Besitzer Horst Rapp. Tres Blue kommt mit guten Formen aus seiner französischen Heimat an den Ablauf. Und aufgaloppiert auch der zweite im Bavarian Classic Flamingo Star in der zweiten Farbe von Marlene Haller. Champion Roland Schubasch zeichnet als Coach verantwortlich und im Sattel sitzt Lennart Hammer-Hansen. Der versucht jetzt hier seinen 1000. Sieg im Rennsattel zu erzielen. Dann folgt mit der neuen die erste Waffe aus dem Stall von Markus Klug-Schulz in den Farben von Thomas Schäffer. Schulz war Vierter in der Union und hat vorm Jockey Andreas Helfenbein im Sattel. Und die Parade beschließt letztlich aus der Zucht des Coolmore gestützt die Programmnummer 10 Probably, womit der erste ausländische Gast oder ein weiterer ausländischer Gast genannt ist. Besitzer ist der Stall NOR aus Norwegen, Trainer Rune Horgen. Probably war Zweiter hinter Nicolosio in der hannoverschen Derby-Vorprüfung und wird vom sechsmaligen englischen Champion Kieran Fellen geritten. So, das war die Präsentation der 19 Starter. Wir freuen uns jetzt auf ein spannendes, auf ein mitreißendes Sparda 144. deutsches Derby. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mächtig, mächtig aufgeregt. So langsam wird es ernst. Eine Minute ist noch angezeigt. In diesem Zusammenhang möchten wir uns natürlich auch ganz herzlich bei dem Sponsor dieses Hauptereignisses bedanken, der Sparda Bank, für das großartige Engagement in diesem Rennen. Und die Kandidaten, die beginnen jetzt gleich an der Startstelle mit dem Einrücken in die Boxen. Zumindest begeben sich jetzt die Starthelfer zu den einzelnen Kandidaten. So, und an der Startstelle, da geht es jetzt los mit dem Einrücken in die Boxen. Limario, der Winterfavorit, ist in Startposition. Auch der französische Gast Tres Blue ist eingerückt. Ganz an der Innenseite kümmert man sich jetzt um Ivanhoe. Den Favoriten letzter Stand am Toto 33-10. Der Siegkurs auf den Schlenderhanner. Global Bang ist eingerückt, Kingsiem Monarch ist in Position, auch Samos, See the Rock ist Startler. Erlkönig ist unter Order. Auch Nordvulkan steht auf seinem Platz. An der Seite neben Nordvulkan ist jetzt Empoli eingerückt. Bermuda Reef ist noch außerhalb, kommt jetzt mit Lanfranco de Torri heran, ist in Position. Auch Noble Galileo ist Startler. Vif Monsieur fehlt jetzt noch, Lucky Speed ebenfalls und dann warten wir noch auf Schulz. Und Nicolosio. Vif Monsieur ist jetzt in Position. Nicolosio und jetzt fehlt nur noch Schulz. Alle sind in Position
und boxen auf zum Sparda 144. Deutschen Derby. Natürlich gibt es zunächst einmal ein bisschen Positionsgerangel. Jeder versucht eine gute Ausgangsposition zu bekommen, bevor es in den ersten Bogen geht. Flamingo Star an der Innenseite ist vorne mit Probably, dahinter dann Bermuda Reef und an der Außenseite Schulz mit den vorderen Linie, dahinter dann Vive Monsieur mit Empoli, dann sieht man in der Bahnmitte Samos mit Tour Treblu an der Innenseite, dann Nicolosio, dahinter dann Sarantino mit innen, See the Rock, dann Erl König in den Röttgener Farben vor Lucky Speed, Ivanhoe ist fünftletzter Kandidat, dahinter dann noch Nordvulkan mit an der Außenseite Noble Galileo vor Global Bang und am Ende des Feldes ist Kingsiem Monarch. So ging es durch den Wandsbecker Bogen, das Feld schon durchaus weit in die Länge gezogen unter der Führung von Flamingo Star. Flamingo Star mit einer Dreiviertellänge vor an der Außenseite Schulz, dahinter an der Außenseite Vive Monsieur mit innen Limario, dem letztjährigen Winterfavoriten, fünftes Pferd ist dann Empoli, vorne das Tempo durchaus flott, das kann man wirklich sagen. Flamingo Star ist vorne vor Schulz, dahinter sieht man dann Limario, ganz an der Außenseite ist auch Samos mit dabei mit Vive Monsieur, an der Innenseite Empoli und Nicolosio kann sich verbessern, die Pferde jetzt Mitte der Gegenseite, Schulz übernimmt jetzt die Initiative, ist knapp im Vorteil vor an der Innenseite Flamingo Star, dahinter ist jetzt Empoli in dritter Position, an der Außenseite Nicolosio kann sich immer weiter nach vorn orientieren und auch Limario ist mit in vorderer Linie, dann kommt der äußere Flügel mit Probably und weiter an der Innenseite auch Treblu, es geht gleich in den Einlauf hinein, die Pferde sind im Scheitelpunkt, an der Innenseite ist jetzt Empoli mit in vorderer Linie, Empoli ist jetzt, hat das Kommando übernommen, Empoli führt vor Schulz, dahinter dann Flamingo, nein, dahinter ist dann Limario, Limario ist jetzt an der Seite auszumachen von Empoli und jetzt geht es in den Einlauf, 450 Meter noch Empoli und in der Bahnmitte Limario, Limario ist im Vorteil, Limario und jetzt greift Treblu an, Limario, Limario mit Treblu an der Außenseite, Treblu wird stärker, Treblu und Limario, Treblu und Limario und jetzt kommt der äußere Flügel mit Go Global Bang und jetzt gibt es den großen Bang und ganz an der Außenseite, da ist Lucky Speed zur Stelle mit ganz an der Außenseite, Lucky Speed ist vorne vor Global Bang, Lucky Speed und Lucky Speed gewinnt das Rennen, Lucky Speed ist Derby-Sieger, Lucky Speed gewinnt, Andras Starke, dahinter Treblu auf dem zweiten Platz und dann sah man auch noch Nordvulkan mit in vorderer Linie vor Kingsem Monarch, also da muss jetzt auf den Plätzen der Richter das Zielfoto hinzuziehen, aber eins ist klar, Lucky Speak und Andras Starke, die haben das Sparda 144. Deutsche Derby für sich entschieden. Was für ein Finish. Ja, jetzt gibt es den großen Jubel. Ich muss Sie aber auf dem Geläuf darauf hinweisen, dass wir zwei reiterlose Pferde auf dem Geläuf haben. Also bitte die Damen und Herren auf dem Geläuf ein bisschen umdrehen und darauf achten, ob die Pferde vielleicht den Einlauf entlang galoppiert kommen. Vorläufiger Richterspruch, 8. Rennen, Sparda, 144. Deutsches Derby. Sieger ist die 5, Lucky Speed. Auf dem zweiten Platz die 7, Tres Blue. Dritter die 19, Nordvulkan. Und auf dem vierten Platz die 13, Kingsiem Monarch. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, 8. Rennen, Sparda, 144. Deutsches Derby. 5, Lucky Speed. 7 Tres Blue, 19 Nordvulkan und 13 Kingsiem Monarch. Vor den Tribünen der Sieger im Sparda 144. Deutschen Derby mit der 5 Lucky Speed, ein Silvano-Sohn aus dem Stall Hornoldendorf. Peter Schirgen kommt zu seinem vierten Derby-Treffer und es ist der 6. Derby-Siegritt von Andras Starke. Und noch einmal der Hinweis an die Damen und Herren auf dem Geläuf. Wir haben zwei reiterlose Pferde auf dem Geläuf, die jetzt die Gerade entlang kommen. Bitte, dass da nichts passiert. Sie sind jetzt stehen geblieben. Aber jetzt feiern wir den Sieger im Sparda 144. Deutschen Derby. Lucky Speed, Peter Schirgens vierter Treffer. Er gewann das Derby mit 2001 mit Boreal, 2006 mit Schiaparelli und 2008 mit Kamsin. Und jetzt kommt Lucky Speed hinzu und Andras Starke, sein 6. Derby-Erfolg. Er gewann 98 mit Robertico, 2000 mit Samum, 2002 mit Next Desert, 2006 mit Schiaparelli und 2008 mit Kamsin. Andras Starke.
Ja, was für ein Erfolg. Und der andere Starke, der hatte ja die Qual der Wahl bei den Schirgenstartern. Und er hat sich tatsächlich wieder für das richtige Pferd entschieden. Die Programmnummer 5, Lucky Speed aus dem Stall Hornoldendorf. Andra Starke, das ist wirklich der Mann mit dem goldenen Händchen im blauen Band. So, und jetzt feiern Sie vor dem Hotel auch noch einmal den Sieger, der natürlich schon längst den Lorbeerkranz um seinen Hals bekommen hat. Lucky Speed aus dem Stall Hornoldendorf im Training bei Peter Schirgen in Köln-Weidenpesch und Siegreiter Andra Starke. Ja, und dieser Andra Starke, der bringt es immer wieder fertig, einen Höhepunkt nach dem anderen in seiner Karriere zu setzen. Wir erinnern uns natürlich an Daydream im Prix de l'Arc de Triomphe im vorletzten Jahr und natürlich auch an den Erfolg von Daydream in England. Und jetzt ist er erst wieder ein Mann für die Big Points. Andra Starke auf Lucky Speed. Genießen Sie diese schönen Bilder. Denn wir müssen ja schließlich wieder ein bisschen haushalten. Wir treffen uns erst wieder in 12 Monaten hier in Hamburg-Horn. Also noch einmal ein Beifallssturm für Lucky Speed, den Besitzer Stall Hornoldendorf, Trainer Peter Schirgen und ich kann es immer wieder nur sagen, Andra Starke. Ja, und jetzt gibt es natürlich gleich aus dem Innenraum Stimmen und Stimmungen, Emotionen eingefangen von Daniel Delius. Also bleiben Sie hier auf der Tribüne. Die Siegerehrung erfolgt gleich im Anschluss an das Zurückwiegen. Und dann wird Daniel Delius auch noch einige Stimmen zum Sparda 144. Deutschen Derby einholen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Sparda 144. Deutsches Derby. Gewonnen hat der dreijährige Hengst Lucky Speed im Besitz des Stalles Hornoldendorf. Der Trainer Peter Schirgen in Köln und im Sattel saß Andra Starke. Die Ehrenpreise werden übergeben von Yvonne Zimmermann, Vorstandsmitglied der Sparda Bank Hamburg. Wir freuen uns auch, den Innensenator bei uns zu haben, Michael Neumann von der Freien und Hansischen Stadt Hamburg. Es gibt reichlichst Ehrenpreise, meine Damen und Herren, für das siegreiche Team. Wir bedanken uns sehr bei der Sparda Bank, die uns ja seit vielen, vielen Jahren sehr schön unterstützt und hoffen auf weiterhin langjährige Partnerschaft. Und die Protagonisten werden wir dann gleich hören, noch Andra Starke und Peter Schirgen. Meine Damen und Herren, wir wollen vor der Nationalhymne auch noch ganz kurz, wie das bei uns üblich ist, den Zweitplatzierten ehren. Herab, kommen Sie freundlicherweise zu uns.
Es gibt einen Ehrenpreis auch für den Zweitplatzierten des deutschen Derbys. So. Der Besitzer des zweitplatzierten Pferdes bzw. das Team des zweitplatzierten Pferdes wird auch über diesen zweiten Platz sehr glücklich gewesen sein, Horst Rapp. Und wir freuen uns sehr, dass Frau Schnabel die Ehrenpreise jetzt in alter Tradition dem Zweitplatzierten des deutschen Derbys überreicht. Gewinnen ist schöner, aber ein zweiter Platz im deutschen Derby ist aller Ehren wert. Auch da herzlichen Glückwunsch an Horst Rapp und Trainer Henri Pantal, der uns ja seit vielen Jahren mit tollen Pferden hier beschickt. So, meine Damen und Herren, zu Ehren des Siegers jetzt die deutsche Nationalhymne. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Ja, zwei Sätze noch von Anders Starke und Peter Schürgen. Vielleicht können wir hier mal so ein bisschen an die Seite kommen, wenn man das tragen kann. Ist ja nicht ganz einfach. Anders, ja, komm mal mit dem anderen. So machen wir das. Und Peter ist rechts. Ja, Anders, es war ja noch gar nicht so lange klar, dass Sie dieses Pferd reiten, weil der Empoli war, stand ja auch noch zur Debatte, war immerhin Zweiter im Unionrennen. Entscheidung ist, glaube ich, am Sonntag oder Montag gefallen erst. Ja, ich habe mir eigentlich lange Zeit gelassen. Beide haben super Form gehabt, die in München und natürlich auch Empoli in der Union. Wobei ich meine, Union war eigentlich so das stärkere Rennen mit Ivanhoe, auch Derby-Favorit und ich war da nur zwei Längen hinter. Ich hatte schon ein bisschen schlaflose Nächte und habe dann aber auch zu Lucky Speed ein super Verhältnis, weil das Pferd eigentlich auch auf guten Boden sehr gut ist. Und in München, obwohl er da gewonnen hat, war der Boden grundlos und hat die letzten 150 Meter so entscheidend angezogen. Das sieht man nicht oft. Und deswegen ist mir dann die Entscheidung gefallen, dass ich ihn dann auch reite im Derby. Und man sieht heute, dass ich da zum Glück belohnt wurde und er auch wirklich ein klasses Rennen gezeigt hat und auch ein ganz besonderes Pferd ist. Und freue mich natürlich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und auch meinem Herz gefolgt bin. Name ist Programm bei dem Pferd, ne? Lucky Speed. Mit richtig speedstarkes Pferd war unterwegs überhaupt nicht zu sehen und dann außen die richtige Spur gefunden. Ja, es war richtig viel Tempo und ich hatte ihn davor die Male auch auf die Beine kommen lassen und ich hatte aber schon ein gutes Gefühl im Schlussbogen. Hatte einen kurzen Stopp im Bogen und habe dann aber eine gerade freie Bahn außen gehabt und er hat dann riesig gekämpft und ja, ist ein tolles Gefühl, mein sechstes Derby, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, vor diesem Publikum dieser Bahn, es ist immer was Besonderes und es fühlt sich an wie das erste Derby. Denke ich mir. Sehr populärer Sieg von Anders Starke, der hier aus Stade kommt. Vielen Dank. Das Leben geht weiter, die nächsten Ritte kommen. Vielen Dank, Anders. Ja, Peter Schürgen, auch sehr gelassen, muss ich sagen, mit Lucky Speed. Wie haben Sie das denn vorher gesehen mit diesen beiden Pferden? Ja gut, ich hatte drei Pferde im Derby, musste natürlich alle beobachten, aber ich habe gesehen, dass Anders sich das Rennen ruhig angehen lässt. Er hat auf den Speed vertraut und es war sehr schnell auf der ersten Ecke zu. Er hatte unterwegs immer eine gute Position und im Schlussbogen hatte ich schon ein gutes Gefühl gehabt. Immer wieder gute Pferde aus dem Stall. Daydream hat den Stall Anfang des Jahres verlassen. Jetzt gleich der nächste Derby-Sieger. Wie hoch ist der anzusiedeln? Was kann der wirklich? Der hat sich ja doch sehr verbessert, ne?
Ja, ich meine, zwei ist er nicht am Start gekommen und drei kam er gleich siegfertig raus. Er hat sich von Start zu Start verbessert, aber dass er talentiert war, das hat man zwei schon gesehen. Dass er so gut ist, kam natürlich von Rennen zu Rennen und wir haben ihn echt behutsam aufgebaut und ich denke, dass wir noch viel Spaß haben mit ihm. Sie sehen das sehr gelassen, glaube ich, alles, wenn man schon so lange dabei ist. Als Rockies haben Sie es ja nie geschafft, das Derby zu gewinnen und jetzt auch schon zum wiederholten Male hier oben bei der Siegerehrung. Geht man inzwischen etwas gelassen an die Sache ran? Ja, ganz gelassen nicht. Der Druck ist schon da, weil man hat einen Stall mit vielen Pferden und die Besitzer möchten natürlich alle gute Pferde haben und dann versucht man natürlich alles das Beste zu machen. Aber ich meine, heute sieht es wieder ganz gut aus. Vielen Dank, Peter Schirgen. Weiterhin Hals und Bein. Danke sehr.